Aber ich glaube, dafür haben wir einen Teleportstein. Südliche Ruine. Wir waren jetzt Südostküste, Vulkanfestung. Wir können gleich zur südlichen übergehen. Und da müsste direkt schon der vorletzte Grabstein sein. Beziehungsweise Erdhaufen. Ach, wir sind hier. Ja, das ist jetzt nicht gerade der nächste Weg. Aber haben wir nicht noch Eile? Magischer Schutz. Nee, wir haben gar keine Eile mehr. Ist ja scheiße. Ich wollte rennen. Ach. Kann man sich Eile eigentlich auch selber herstellen? Wir können noch Spruchrollen schreiben. Aber ich glaube, da haben wir das passende Siegel wieder nicht. Ist bestimmt wieder Siegel 3. Wir haben ja erst 2. Zumindest ist es mit gewissen anderen Dingen so. Und ja. Ach, wir haben ja auch schwache magische Heilung, sehe ich gerade, auf der 8 liegen. 19 Stück können wir auch mal einsetzen. In Kämpfen zumindest lohnt sich das. Da muss man keine Tränke zwischendurch vergeuden. Ah ja, wir verbrauchen schon ziemlich wenig Magie, sag ich mal, dafür, dass wir Magier sind. Habe ich schon mal erwähnt. Ich weiß. So, und jetzt sind wir ganz nah am vorletzten Grab. Das muss da drinnen sein. Hier lag ja schon mal eine Leiche. Die haben wir entdeckt. So, und da drin ist bestimmt das Grab. Bestimmt da, wo der Vogel rumgeiert. Wo der Vogel rumgegeiert hat. Ja, da sehe ich auch schon das Kreuzle stehen. So, gebt mal her, die Putenkeule. Und noch ein Grünblatt. Ach, guck einer an. Heilkraut. Und das Grab. Hier ist was vergraben. So, das ging jetzt schneller, das Grab zu finden. Wie das andere. Und dann fehlt nur noch ein einziges. Und dann haben wir alle gefunden. Beziehungsweise ausgegraben. So, dann hol mal hoch die versüffte Kiste und einen Trank auf permanente Mana-Leiste. Wäre auch mal nicht schlecht. Dafür, dass wir Zauberer sind. Eiskette, 200 Golden. Okay, nichts Besonderes. Und die letzte Kiste. Das Grab befindet sich da unten. Wie kommen wir jetzt dahin? Wie kommen wir da runter? Wir können ja nicht schwimmen. Wir dürfen doch gar nicht schwimmen. Weil dann kommt wieder dieses Seemonster, was wir schon mal gesehen haben. Osttempel, Süd. Ich glaube, wir müssen wieder zur Südostküste. Da ist es am, kommen wir am schnellsten hin. Und dann gehen wir einfach die Gabelung nach unten statt nach rechts. Na, komm schon aus. Wieso landen wir immer hier im Wasser? Immer haben wir nasse Füße, sobald wir ankommen. So, genau. Wir gehen einfach hier die Treppe nach unten. War. Nicht drehen. Einfach querfeld ein und dann kommen wir schon an. Hoffe ich doch mal. Zack, 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 zack. Im Gleichschritt. Marsch. Ach, wer läuft denn da? Gnome. Halt, sind wir hier überhaupt richtig? Ich glaube, wenn wir da lang gehen. Ich glaube, wir müssen rechts lang. Wenn wir hier lang gehen, kommen wir bestimmt auf eine Art Felsvorsprung, Felsküste. Ach so, ja, und ich habe jetzt ein paar Pilze übersehen. Naja. Na gut, ab jetzt sammeln wir die Pilze wieder ein. Ach, ich dachte, ich muss nicht kämpfen, aber die Stachelratten hier, die stehen so ungünstig, dass wir gar nicht anders dran vorbeikommen. So. So, hier haben wir Hafenstadt. Okay, und hier runter. Genau, und dann links an der nächsten Kreuzung links abbiegen und dann immer der Nase nach. Dann kommen wir. Wie habe ich denn hier geschossen? Direkt zwischen die Beine oder was? Dummer schwarzer Wolf. So, wieder ein Schlückchen von dem Gebräu genommen.
Ach, da haben wir wieder eine Heldenkrone. Ja, suhlen kannst du dich. Aggressive Wildschweine, 10 Erfahrungspunkte. Was sind das eigentlich für Erfahrungspunkte? Und ich fand jetzt nicht wirklich, dass das Wildschwein aggressiv war. Das war viel mehr relaxed und hat sich im Schlamm gesudelt. Ach, juhu, ein kleiner Mana-Trank. Haben wir wieder einen mehr und schon wieder eine Heldenkrone mehr. Können wir uns schon wieder 15 Stärke mehr machen? Ja, meine Fresse, mich würde mich mal interessieren, wie viel Stärke denn ein Krieger in Risen hat. Weil wir haben ja schon ziemlich viel Stärke für einen Magier. Oh, das ist ein Mana-Pilz und den Feuerball kann ich gleich draußen lassen, wenn ich das hier sehe. So, bitteschön. So, und ein Mana-Pilz. Wer knurrt hier rum? Sind das die Wildschweine da unten? Die lassen sich's auch wieder ganz gut gehen. Das sagt nochmal einer, Wildschweine sind aggressiv. Ja, okay, die sind halt aggressiv, wenn man sie angreift, das ist logisch. Wäre ich auch als Wildschwein, da würde ich zum Wildschwein werden. Fell. Lass mich raten, der gibt auch Fell und Fleisch, jawohl. So, und da unten am Strand müssen wir jetzt, glaube ich, baden gehen. Über das Meer schwimmen. Also nicht über das ganze Meer, aber zumindest darüber auf die kleine Insel. Wer steht denn hier? Eriksen. Den haben wir doch auch schon vertrieben aus der Stadt. Hey, du Spinner! Warst du schon auf der kleinen Insel? Du schon wieder. Du schon wieder? Hast du nicht schon genug aufs Maul gekriegt? Ha! Du wirst dich noch wundern, du Großmaul. Was willst du eigentlich hier? Was willst du eigentlich hier? Wenn es nach mir ginge, würde ich dich den Würmern zum Fraß vorwerfen. Aber Captain Romanov will, dass ich darauf achte, dass dir nichts passiert, während du nach Stahlbarts Hinweisen suchst. Und was Romanov sagt, wird gemacht. Du sollst also auf mich aufpassen. Du sollst also auf mich aufpassen? Da fühle ich mich ja gleich schon viel sicherer. Mach hier keine großen Sprüche. Sieh zu, dass du den nächsten Hinweis findest. Woher wusstest du, dass ich hier vorbeikomme? Woher wusstest du, dass ich hier vorbeikomme? Du machst so einen Radau, wenn du durchs Land ziehst. Da ist es ein leichtes, deiner Spur zu folgen. Ja, wir schmeißen halt mal mit Feuerbällen um uns und du kannst auch einen abkriegen. Woher wisst ihr eigentlich über Stahlbarts Hinweise Bescheid? Woher wisst ihr eigentlich über Stahlbarts Hinweise Bescheid? Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Verarschen kann ich mich selbst. Hau endlich ab, finde die restlichen Hinweise und hör endlich auf zu quatschen, Mann! Warum soll ich auf die kleine Insel gehen? Warum soll ich auf die kleine Insel gehen? Verstehst du nicht, was? Ha, du Landei, das ist der ideale Platz, um etwas zu verstecken. Wenn schon ein Hund wie du auf die Idee kommt, dort nach einem Versteck zu suchen, dann ist es kein gutes Versteck. Kann schon sein. Ich sage dir, du wirst dort finden, wonach du suchst. Wir werden sehen. Ach, Penner. Lass die mich hier kontrollieren, ey. Ich will hier keine Magie sehen. Ja, mach, dass du wegkommst. Doch, ich benutze Magie. Damit mache ich ja meinen Radau, wenn ich durchs Land ziehe. Was hast du denn gedacht? Mensch, Mensch, Mensch. Hier wird man ja kontrolliert. Das ist ja wie zu Stasi-Zeiten. Oh, was liegt denn hier? Eine Muschel. Können wir wieder... Noch eine. Und noch eine. Können wir wieder auf Perlensuche gehen. Ach ja, seichtes Gewässer, das geht ja noch nicht so, wie wir mal ins tiefe Wasser gegangen sind. Und dann kam so ein riesen Seeungeheuer raus. Sah eher aus wie ein überdimensionaler Wurm, der uns gepackt hat. Und dann haben wir uns an Land wiedergefunden und das war's auch schon. Ach, süßes kleines Nautilus. 10 Erfahrungspunkte. Ist ja nix. Aber besser wie gar nix. Also nix ist besser wie gar nix. So, könnt ihr auch schwimmen? Ja, könnt ihr anscheinend. So. Nautilus-Schale nehmen wir mal mit und enthäuten das Teil. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Ach, hier haben wir auch wieder viel rumwachsen. Hier ist die ganze Insel schon zugewuchert. So, eine Truhe also. Ah ja, okay, die müssen wir knacken. Jawohl. Einfach Standard.
Kleiner Trank und Pilz und Gold. Ach, das kleine süße Nautilus lassen wir mal leben. Ist ja auch bloß eine arme kleine süße Muschel. Oh, da, apropos Muschel. So, und dann... ja. Sammeln wir noch ein paar Blümchen. Pilz, für was wir die Pilze brauchen. Naja. Sind hier wieder irgendwelche Monster, die auf uns lauern? Würde mich nicht wundern, nachdem es automatisch bei... was ist das? So. Eine Ogerwurzel. Ich dachte schon, irgendein neumodisches Monster. Wow, was ist das denn? Das ist wirklich ein neumodisches Monster. Was ist das denn? Wow. Das Viech habe ich ja noch nie gesehen. Ein Skorpion, der sah ziemlich groß. Ui, und wir machen auch ziemlich wenig Schaden bei dem. Wow. So, aber nichts ist zu schwer. Wow. Okay. Neues Monster, ja. Mhm. Ui, da ist eine Höhle. Auf jeden Fall ein interessantes Monster. Sah ganz gut aus. Heiltrank, Pfeile, Gold. So, wo ist denn jetzt hier das Grab? Das muss hier auf der Insel sein. Ach, und noch eine Heldenkrone. Als wenn wir nicht schon genug Stärke hätten als Magier. Ui, und zwei Mana-Pilze. Da können wir aber wieder kräftig brauen. Und nochmal zwei Mana-Pilze. Oh, hier bebt es aber. Bäre. Dann wo ist jetzt das Grab? Ich habe es noch nicht gefunden. Es wird bestimmt in der Höhle drin sein. Das muss ja hier sein. Jawohl. Es ist bestimmt in der Höhle drin. Kommt man hier überhaupt rein? Ach du Scheiße. Was ist denn da unten los? Ja toll, wenn ich jetzt da reinspringe. Ich nehme mal Levitation. Kommt man hier auch wieder raus? Ich habe nur die eine Levitation. Oh, ungünstige Landung. Ungünstige Landung. Ah, okay, die Landung ist doch ganz günstig. Hier oben können die uns nicht erwischen. So, schön. Schönes Ding. So. Wo ist jetzt hier das Grab? Im Wasser. Komisch. Kleiner Saphir. Ach, auch nett. Halt, was liegt da oben? Ist das eine Steinplatte? Jawohl. Haben wir schon mal wieder 4 Weisheiten mehr erlangt. Da kommt man bestimmt raus. Wo ist jetzt das Grab hier? Ach, eine Schatzkiste. Wow. Okay. Okay. Links. Links, links, rechts. Nee. Links, 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 rechts. Okay. Viermal links und viermal rechts wahrscheinlich. Ja, okay. Was haben wir denn hier? Ein Smaragd. Ein abgebrochenes Bastardschwert. Eine Goldschmiedezange. Okay, hier ist einiges. Das Schwert Sturmwind. Sturmwind neu schmieden. Das war eine Aufgabe? Ach, eine Perle. Wusste ich gar nicht. So, wo ist jetzt hier das Grab, Mann? Irgendwie sind wir auch auf der falschen Seite. Ich glaube, wir müssen da durch. Keine Ahnung, wo wir uns hier wieder rumtreiben. So. Hm. Auf jeden Fall müssen wir nur nach draußen kommen. Ich habe nämlich keine Levitation mehr, um hochzufliegen.